Zum Nikolaus gibt es für Sie und Ihre Pflegebedürftigen einen ganz persönlichen Winterguide. Urgemütlich durch den Winter. Draußen ist es kalt und drinnen wird's gemütlich. Alles erleuchtet im Winterglanz. Es riecht nach frisch gebackenen Keksen und die Vorfreude auf das Weihnachtsfest steigt. Mit diesen einfachen Tipps kommen Sie genüsslich und gelassen durch den Winter. Wärmen Sie Körper und Seele mit verfeinerten Heißgetränken auf. Für Ihre Kaffeefans gibt es Cappuccino mit Kakaopulver und für die Schokoliebhaber eine heiße Schokolade mit Sahne oder Marshmallows. Und alle Teefreunde freuen sich auf heiße Liebe mit Zitrone oder Winterzauber mit Zimt. So heizen Sie nicht nur den Körper, sondern das Herz gleich mit auf. Alles, was Sie dafür brauchen, sind einfache Zutaten wie Zimtstangen, Lebkuchen oder Vanillearoma und Orangen. Hervorragend dazu passt eine winterliche Küche im Candlelight-Stil. So zum Beispiel ein warmer Butterkuchen. Ein schmackhafter Stollen, aber auch Früchte und Baumkuchen machen es richtig schön lecker. Wie wäre es mit köstlich goldenen Waffeln und einem Topping aus heißen Kirschen? Vergessen Sie die Sahne nicht, denn im Winter ist die Bikini-Figur erst einmal Geschichte. Wir wollen ja alle schließlich nicht frieren. Winterlich und köstlich sind Speisen aus Kürbis oder Maron. Oder richten Sie doch einmal Bratäpfel schön her. Hier ist nicht nur das Auge mit, der Geschmack geht auch gleich durch die Nase. Apropos Nase. Durch winterliche Düfte entsteht eine ganz besinnliche Atmosphäre. Hierfür reichen bereits frische Mandarinen oder Duftkerzen. Aber natürlich gibt es auch spezielle Raumdüfte. Und so geht's urgemütlich durch den Winter. Besonders unsere Pflegebedürftigen frieren sehr schnell. Ob ein kuscheliger Pyjama, dicke Socken und eine Wärmflasche für eine erholsame Nacht oder Mütze, Schal und Handschuhe für den Winterspaziergang. Mit wetterfester und bunter Kleidung ist gute Laune und Gemütlichkeit garantiert. Kalte Jahreszeit, coole Styles. Dekorieren und basteln Sie mit Ihren Pflegebedürftigen. Für Kerzen, Lichterketten, Sterne, Engelchen und Rudolf findet sich immer Platz im winterlichen Ambiente. Wenn die grauen Tage einmal auf die Seele drücken, wenden Sie eine Lichttherapie an. Wirksame Lichtfarben und Tageslichtlampen sichern nicht nur gute Laune, sie erhöhen auch Vitamin D im Körper. Vitamin D ist besonders wichtig für Senioren und kann auch über Nahrung aufgenommen werden. So sind zum Beispiel Fisch, Eier und Milch sehr reich an Vitamin D. Auch angenehme Massagen und basale Stimulationen begeistern und tragen zum Wohlbefinden bei. Zur magischen Winterzeit dürfen festliche Momente nicht fehlen. Veranstalten Sie besondere Events und bezaubern Sie Ihre Pflegebedürftigen mit einer klassischen Filmnacht. Wer würde schon Nein sagen zu Sissy? Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, die Feuerzangenbowle, Heidi oder das singende, klingende Bäumchen. Basteln Sie doch gemeinsam ein schneegekröntes Lebkuchenhaus oder backen Sie knusprig leckere Kekse. So ist der festliche Backspaß ganz gewiss. Für ein schönes Beisammensein empfehlen wir einen hausinternen Weihnachtsmarkt mit den Angehörigen. Über Glühwein, Punsch und Leckeres aus Eierlikör freut sich jeder. Wenn zuvor gebastelt wurde, gibt es sicher viel zu sehen. Und vielleicht haben Sie auch ein paar singfreudige Kollegen oder Pflegebedürftige. Also, Bühne frei für den Winter. Genießen Sie die kühle Jahreszeit. Machen Sie es sich und Ihren Pflegebedürftigen gemütlich. Lassen Sie es sich richtig gut gehen.